Moin Leute, heute ein spannendes Thema und zwar geht es darum, wie ich meinen E-Bike-Akku oder jeden beliebigen E-Bike-Akku oder theoretisch auch fast jeden beliebigen Akku, den ihr schon habt, für eine Balkonsolaranlage nutzen kann. Und die Kosten, um das zu tun, liegen dabei nur um die 20 Euro, denn ich brauche eigentlich nur diese paar Bauteile hier. Und ihr sagt jetzt wahrscheinlich, geht nicht. Doch, geht. Und ich zeige euch heute, wie das geht. Ich zeige euch das auch im realen Testbetrieb. Also wir werden das Ganze auch mal anschließen. Ich erkläre euch auch die Vor- und Nachteile, die es hat. Denn natürlich hat sowas nicht nur Vorteile. Also es gibt hier auch ganz klar ein paar Nachteile, was dafür nötig ist, welche Akkus dafür in Frage kommen und wie ihr das Ganze auszulegen habt und so weiter. Aber anstatt jetzt zu labern, lass uns direkt anfangen. Also los geht's, lass mal die Elektronen tanzen. So, jetzt hier zeige ich euch erstmal den schematischen Aufbau und dann gleich einen realen Testbetrieb bei mir zu Hause. Und am Ende gibt es dann noch so ein Excel-Sheet von mir, damit könnt ihr die nötigen Berechnungen, die dafür nötig sind, alle korrekt machen. Also fangen wir erstmal mit dem groben Aufbau und dem Schema an. Ja, ich weiß, ist ein mega geiles Bild. Zum Verständnis wird es aber auf jeden Fall reichen und fangen wir jetzt einfach mal bei dem PV-Modul an, denn das hat, wie die meisten wissen, einen Plus- und einen Minuspol oder Anschluss an dem Fall. So, und die schließt ihr eigentlich auch wie bisher ganz normal an den Wechselrichter an. Also das sind ja meistens immer diese MC4-Stecker hier, das heißt, da kann man jetzt auch nicht viel falsch machen. Also bis hierhin eigentlich nichts Besonderes. So, und jetzt schließt ihr den Akku aber einfach parallel an, also quasi Akku Plus und Akku Minus an PV Plus und PV Minus. Ja, hier muss man jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass die Spannungen zusammenpassen und so weiter, aber das machen wir gleich im nächsten Kapitel. Wir gehen jetzt erstmal das Schema durch und machen das jetzt hier Schritt für Schritt, damit ihr da durchkommt. Bevor es weitergeht, ich arbeite bei uns hier zu Hause gerade daran, unsere DIY-PV-Anlage noch um Notstrom zu erweitern und auch einen günstigen Drei-Phasen-Wechselrichter einzubauen. Und wir sind jetzt gerade aktuell mittendrin und ich zeige euch bald, was da passiert ist, wie ich es gemacht habe, was es gekostet hat. Also Abo nicht vergessen, um das nicht zu verpassen, denn es wird echt sehr, sehr spannend. Okay, egal. Zurück zum Thema. Jetzt seht ihr oben am Pluspol Richtung Akku noch ein paar elektronische Bauteile. Und das sind jetzt tatsächlich diese magischen Dinger hier. So, was hat es jetzt damit auf sich? Das erste, was ihr dort seht, ist eine Diode. Und die sieht jetzt tatsächlich so aus, wenn man die kauft. Also das ist eigentlich ein ganz einfaches Gerät, die kann man auch soweit kaufen, ist auch unten was verlinkt als Beispiel, ihr müsst nicht das nehmen, aber die sind ganz cool. So, und wofür brauche ich jetzt erstmal diese Diode? Diese Diode verhindert, dass quasi Strom zurückfließen kann, also vom Akku zurück zum PV-Modul, denn das kann wirklich passieren und ihr werdet lachen, aber das PV-Modul würde dann anfangen zu strahlen, also Licht auszustrahlen, allerdings in einem nicht sichtbaren Bereich, das heißt, würde dann irgendwie im nahen Infrarotbereich Licht ausstrahlen. Das würde dann Strom kosten, das will man deswegen nicht. Es wäre jetzt nicht schlimm oder so, aber das PV-Modul würde dann halt Strom verschwenden und wie gesagt, das wollen wir natürlich nicht. Danach folgen dann noch so ein paar Lastwiderstände. Das sind hier zum Beispiel welche, die ich mir jetzt hier gekauft habe, mit so einem Kühlkörper auch, weil die schon ein bisschen was abkönnen müssen. Also da geht schon einiges an Last durch und die werden dann auch warm. So, und die haben jetzt die Funktion, den Strom, der aus dem Akku kommt, quasi Richtung Wechselrichter oder auch zurück, zu limitieren. Also das heißt, damit stelle ich ein, wie viel Strom fließen darf. So, und genau diese Widerstände, die müssen jetzt genau gewählt werden. Und hier muss man auch darauf achten, dass die Teile je nachdem sehr warm werden können. Aber dazu kommen wir gleich auch noch in der Auslegung und auch in diesem Excel-Sheet, was ich da für euch bereitgestellt habe. Kurzer Break für den Sponsor des heutigen Videos und das ist Incogni. Die beackern tatsächlich eins der größten und widerlichsten Probleme unserer Zeit und das sind Data Broker. Das sind Firmen, die Daten über dich sammeln und dann verkaufen. Also wie funktioniert das? Warum ist das gefährlich und wie kann Incogni dir da helfen? Ja, man kann sich jetzt erstmal die Frage stellen, wo kriegen die eigentlich ihre Daten her? Und die Quellen solcher Datenbroker, das sind öffentlich zugängliche Quellen, zum Beispiel wie soziale Netzwerke, öffentlich-behördliche Daten, also die für jedermann zugänglich sind. Das sind kommerzielle Datenquellen wie Treueprogramme und diverse Online-Dienste, wo man zum Beispiel Punkte sammeln kann und sowas. Oder halt auch einfach online, wie beispielsweise über Cookies und Tracking, um das Surfverhalten und Muster zu speichern. Alles dort gesammelt. Und jetzt kann man die Frage stellen, was wird mit diesen Daten gemacht? Die werden verkauft. Und zwar für personalisierte Werbung, für Finanzdienstleistungen, zum Beispiel um die Kreditwürdigkeit einzuschätzen, für Risikomanagement von Versicherungen und so weiter. So, und was ist jetzt das Problem? Das erste ist, du verlierst deine Privatsphäre und zwar ohne es zu merken. Also Werbung wird so gezielt verändert, um dich wirklich zu manipulieren. Was macht Incogni? Incogni kontaktiert die Datenbroker in deinem Namen und fordert die Löschung deiner persönlichen Daten an. Und wenn die sich wehren, kümmern die sich auch darum und das ist ziemlich wichtig. Ich habe es eben selber getestet und die haben direkt, also wirklich kurz ein paar Minuten danach, direkt 45 Löschungsanträge rausgehauen und 12 sind schon durch. Jeder scheiß Eintrag weniger fühlt sich echt schon verdammt gut an, weil ich null Bock habe, da in irgendwelchen Datenbanken aufzutauchen. Gut, ist jetzt in meinem Fall was schwierig, aber ja, was ich auch wichtig finde, ist in dem Fall, dass nachdem das durch ist, kümmern die sich halt auch darum, dass es so bleibt.
mit dem Code AKKU bekommst du 60% Rabatt auf den ganzen Jahresplan. Also ist schon ein geiler Deal. Und du kannst in Cogni auch 30 Tage lang gefahrlos testen. Und wenn du nicht happy bist, kannst du auch wieder aussteigen. Okay, jetzt zurück zum Thema. Okay, aber was passiert denn da jetzt ganz konkret? Also, wenn das Solarmodul quasi viel Strom liefert, also bei Sonnenschein, dann geht ein Teil vom Strom dann Richtung Wechselrichter. Und ein Teil von dem Strom von der Solarmodule geht dann zum Akku und lädt diesen. Also der teilt sich dann wirklich auf. Und das, wie er sich aufteilt, hängt halt auch von diesen von den Widerständen ab, wie wir die wählen. Wie hoch der Strom zum Akku dann ist oder auch zurück, das hängt davon ab, wie viel das PV-Modul gerade leistet. Also je nachdem, wie die Spannung sich da einstellt. Aber auch vom Ladezustand des Akkus. Je höher der geladen ist, desto niedriger der Strom zum Akku quasi. Und desto höher der Strom zum Wechselrichter. Also das teilt sich dann einfach so natürlich auf sozusagen. Da muss man gar nicht so viel machen. Wichtig ist aber die Wahl der Widerstände. Und wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Wichtig ist aber natürlich, dass der Akku, den ihr verwendet, auch ein BMS hat, was eigentlich Standard ist. Also ich kenne jetzt keinen Lithium-Akku, der keins hat. Es sei denn, ihr nutzt jetzt wirklich die reinen Zellen selbst, dann solltet ihr eins anschließen, welches dann bei eventueller Überspannung abschaltet. Also das wäre halt jetzt hier in dem Fall sehr, sehr wichtig. Also wenn jetzt die Sonne weg ist, und das ist der zweite Testfall, dann verhindert die Diode, dass quasi vom Akku Strom zum PV-Modul zurückfließen kann. Das wollen wir ja nicht. Und der Akku fängt dann aber an, den Wechselrichter zu liefern. Also der liefert dann quasi Strom an den Wechselrichter und das ist dann quasi eine Nachteinspeisung. Also der Akku ist dann sozusagen, der tut so, als wäre er ein PV-Modul. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und speist dann einfach Strom in den Mikrowechselrichter ein und der speist dann in euer Hausnetz ein. Das heißt, ihr habt dann so ein bisschen Strom vom Mittag weggenommen und packt den dann abends oder halt irgendwie über die Nacht, je nachdem wie groß der Akku ist, da wieder rein. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also quasi könnt ihr tagsüber, speist ihr dann etwas weniger ein, also ein Teil von eurem erzeugten Strom geht dann in den Akku und dafür habt ihr dann eine gewisse Abends- bzw. Nachtabdeckung und könnt damit eure Eigenverbrauchsquote massiv erhöhen. Denn das ist ja oft das Problem bei Balkonsolaranlagen, mittags speise ich zum Beispiel sehr viel ein und kriegt dafür ja gar keinen Cent, also man kriegt ja keine Einspeisevergütung und das Problem kriegt ihr damit tatsächlich ein bisschen in den Griff oder könnt das verbessern. Okay, hier seht ihr jetzt meinen Testaufbau. Das ist alles ziemlich provisorisch, aber ich habe das jetzt wirklich bei mir nur mal kurz getestet, um euch das einfach mal zu zeigen und zu beweisen, dass es auch funktioniert. Falls ihr etwas sowas längerfristig nachbauen wollt, dann ist es ja wohl logisch, bitte keine Kroko-Klemmen nehmen und ordentliche Kabel und so weiter. Das war jetzt bei mir wirklich nur so ein kurzer Testfall und er hat auch gut funktioniert. Das ist aber auf keinen Fall ein dauerhafter Zustand, so geht das nicht. Okay, gehen wir die Teile trotzdem mal durch und ich erkläre euch dann, wie man das jetzt auswählen muss. Links seht ihr die PV-Module, die sind jetzt hier natürlich außerhalb des Bildes, aber das sind die zwei Kabel der PV-Module, also Plus und Minus. Dann an dem Pluskabel des PV-Moduls wird dann zuerst diese Sperrdiode eingestöpselt und unten in der Beschreibung habe ich euch so eine Diode auch mal verlinkt. Achtet bitte darauf, dass die Diode auch euren Strom aushält, der darüber fließt, also den wir gleich berechnen. Und die haben halt irgendwie so einen Maximalstrom, den müsst ihr halt dann da beachten. Nach der Diode kommt dann der sogenannte Y-Stecker. Also ihr seht, da geht dann quasi hier einer rein und da kommen zwei raus. Also so eine Art Parallelschaltung ist das und das ist nicht nur so eine Art, sondern das ist eine Parallelschaltung. Und da macht ihr es so, dass dann einer der beiden quasi dann zum Wechselrichter geht, weiter. Und der andere Abzweig, der geht dann jetzt bei mir, wie gesagt, durch diese Kroko-Klemme zu den Widerständen und dann in den Akku rein. So, und die Widerstände müssen jetzt hier sehr sorgfältig gewählt werden. Ich erkläre euch aber auch gleich nochmal, wie man das berechnet. Bei Minuspol ist es dann wesentlich einfacher. Hier nehmen wir dann wieder den Y-Stecker. Der eine Ausgang geht dann zum Minuspol des Akkus, der andere Ausgang dann zum Minuspol des Wechselrichters und das war's dann auch schon. Okay, soweit, so gut. Jetzt starten wir mal den ersten Test und schließen ein Solarmodul an ohne Wechselrichter. Das heißt, ich möchte euch jetzt hier erstmal nur zeigen, wie der Akku lädt. Also das PV-Modul direkt an den Akku stöpseln. Das wäre ja der eine Testfall. Also ihr seht jetzt hier, wie ca. 1-2 Ampere des 500-Watt-Moduls bei ca. 36 Volt an den Akku fließen. Und das ist nicht viel, aber das Modul wird aktuell auch nicht mehr so stark bestrahlt. Also wir waren jetzt hier schon im Abend, aber es reicht immer noch, um den Akku zu laden. Und typischerweise hätte man da jetzt noch den Wechselrichter dran. Das heißt, wenn da jetzt noch irgendwie was übrig wäre, würde auch ein Teil zum Wechselrichter fließen. Zudem limitiert die Akkuspannung auch der Widerstand den Strom jetzt hier. Also eigentlich funktioniert es hier jetzt genau so, wie es auch sein soll. Das ist eigentlich ziemlich cool. Was ihr jetzt hier seht, ist quasi, wir laden den Akku mit einem PV-Modul und das direkt, ohne irgendeinen Wechselrichter, ohne irgendein Netzteil, nix. Also es geht tatsächlich. So, und jetzt hier der zweite Versuch. Jetzt sind wir hier viel später am Abend und das Solarmodul liefert jetzt praktisch keinen Strom mehr. Also das ist jetzt, ne, ist einfach
macht nichts mehr, weil es dunkel ist. Der Akku ist aber angekoppelt und aber noch ausgeschaltet. Also der hat einen Schalter vorne. So, und ihr seht, da passiert jetzt gar nichts. Also es ist im Moment einfach kein Fluss. Das heißt, da kommt vom Solarmodul nichts und nichts. Also es ist einfach tot gerade, ne? So, und sobald wir jetzt das Teil einschalten, dann seht ihr, dass circa 100 Watt direkt an den Wechselrichter gehen. Und die speist er jetzt auch wirklich ein. Also der Wechselrichter speist jetzt vom Akku 100 Watt rein in euer Netz und die könnt ihr nutzen tatsächlich. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel auch, das habe ich nochmal gemessen, also das ist dann die Einspeisung des Wechselrichters. Das seht ihr dann hier zu der Zeit, ihr seht jetzt hier allerdings nur das 5-Minuten-Mittel, also einen Punkt, den ihr da seht, der ist 5 Minuten lang gemittelt. Der Akku war für den Test aber nur 1 bis 2 Minuten ein, deswegen ist der Wert hier ungefähr halbiert. Also ne, es ging aber tatsächlich 100 Watt rein, das konnte man dann in der näheren Aufnahme sehen, das habe ich jetzt nur leider vergessen aufzunehmen. Okay, aber ihr seht, es funktioniert und ist ziemlich cool. So, und jetzt kann man noch einen Schritt weiter gehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel an den Akku, an den Plus- oder Minuspol noch einen Wi-Fi-Schalter baut, also einfach einen Schalter, der quasi fernsteuerbar ist, dann könnt ihr den Akku sogar noch steuern. Das heißt, ihr könnt ihn ein- oder ausschalten und damit dann steuern, wann der Akku eigentlich was zu tun hat oder wann er beispielsweise einspeisen soll oder halt auch nicht. Okay, so funktioniert das Ganze ganz grob. Und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen ins Detail, denn jetzt ist es wichtig, wie groß muss der Widerstand sein und was ist alles elektrisch zu beachten und so weiter. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Und das System hat natürlich auch ein paar Nachteile und darauf kommen wir auch zu sprechen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, damit ihr wisst, macht das für mich eigentlich Sinn oder nicht. Okay, also, was wichtig zu verstehen ist, ihr könnt natürlich nicht jeden beliebigen Akku und jedes beliebige PV-Modul einfach da dranhängen und auch der Lastwiderstand muss gut gewählt werden. So, die Berechnung ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, denn mathematisch gesehen haben wir ein kleines Gleichungssystem, sogar mit einer Differentialgleichung, die gelöst werden muss. Das erspare ich euch hier jetzt. Stattdessen bekommt ihr von mir direkt die Lösung und das ist eine Excel-Tabelle. Mit der könnt ihr das einfach sofort selber ausrechnen, ohne jetzt irgendwelche Differentialgleichungen lösen zu müssen. So, die Excel-Tabelle ist unten auch in der Beschreibung verlinkt und kann bei uns im Forum heruntergeladen werden. Da kann dann auch diskutiert werden, falls noch Fragen da sind oder so weiter. Oder ihr auch einfach mal ein bisschen quatschen wollt über die Lösung, gerne dort. Okay, was sehen wir jetzt? Die grünen Felder, das sind die Felder, die ihr eintragen müsst, also als erstes die Werte eures Akkus. Einmal die nominale Spannung, hier macht vermutlich ein 36 Volt Akku, so wie er in den meisten E-Bikes zu finden ist, am meisten Sinn, da dieser einen sehr ähnlichen Spannungsbereich hat wie die PV-Module. Ihr könnt die PV-Module hier natürlich auch parallel schalten, das würde jetzt tatsächlich in der Tabelle auch gar nichts ändern. Also ihr könntet auch zwei Module da anschließen, das wäre jetzt hier tatsächlich relativ wurscht. Dann noch die maximale und minimale Spannung des Akkus, also falls ihr einen 36 Volt E-Bike-Akku habt, können die voreingestellten Werte für euch bereits passen. Ansonsten müsstet ihr im Datenblatt oder Handbuch des Akkus nachsehen und das muss dann halt da drin stehen. Also die Werte sollten da auch drin stehen, wäre halt komisch, wenn nicht. Genau, danach dann den Widerstand der Batterie. Falls ihr den nicht kennt, könnt ihr auch einfach die 0,1 Ohm hier stehen lassen. Der Wert ist jetzt, wie gesagt, auch nicht ganz so kritisch, da der eigentlich nicht so groß in die Gleichung mit eingeht. Also der hat keinen großen Stellenwert. Deswegen braucht er jetzt hier nicht reichten Schätzwert. Okay, danach stellt ihr dann den maximalen Strom ein, den der Akku halt liefern kann. Und 18 Ampere sind jetzt hier bei mir eingestellt. Das ist tatsächlich sehr viel. Das liegt daran, dass ich den DIY-Akku hier habe und der hat halt richtig Power, weil ich ihn selbst gebaut habe. Falls ihr den Wert nicht kennt, dann könnt ihr aber auch eine konservative Schätzung nutzen. Da könnt ihr einfach die Hälfte der Kapazität des Akkus nehmen. Also wenn euer Akku jetzt beispielsweise 5 Amperestunden Kapazität hat, dann tragt ihr einfach mal 2,5 Ampere ein. Damit seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also der Strom, der gleich da rauskommt, darf natürlich nicht größer sein als das, was der Akku maximal leisten kann. So, jetzt müsst ihr noch die Werte eures PV-Moduls einstellen. Hier gibt es eigentlich zwei Spannungen, die wichtig sind. Einmal die maximale Spannung des Moduls und die MPP-Spannung des Moduls. Und beides findet ihr eigentlich auf der Rückseite des PV-Moduls oder im Datenblatt unter dem Begriff VMPP und VOC. Dann in der Mitte ist noch das Feld Spannung Max PV plus 20%. Und das habe ich dort eingebaut, weil es sozusagen die maximal höchste Spannung ist, die vorstellbar ist. Also wenn es quasi sehr kalt ist und das Modul vollkommen unbelastet ist, dann wäre das jetzt so plus 20% irgendwie so die maximale Spannung, die man so typischerweise bei dem PV-Modul hat. Geht auch noch höher, aber sagen wir mal, in unseren Gefilden dürfte das ganz gut hinhauen.
Und in diesem Fall liegt jetzt der Wert, also die Spannung ist sogar höher als das Limit des Akkus mit 42 Volt. Und das ist jetzt nicht unbedingt dramatisch, denn ein normaler E-Bike-Akku hat ein BMS und das trennt dann, falls die Spannung jemals so hoch werden sollte. Also da muss man sich jetzt nicht so eine großen Sorgen machen. Wie gesagt, ein BMS muss drin sein, aber das muss bei jedem Lithium-Akku immer drin sein. Also ohne ein BMS einen Lithium-Akku zu verwenden, ist wirklich extrem dämlich. Zudem muss man sagen, dass diese maximale Spannung typischerweise nie erreicht wird. Und das liegt daran, dass das PV-Modul ja belastet ist. Also die Spannung geht davon aus, dass das PV-Modul nicht belastet ist, sondern ist die Spannung am höchsten. Das heißt, wenn ich es aber mit dem Akku verwende, muss es ja belastet werden. Das heißt, in dem Fall dürfte auch die Spannung sinken. Dennoch ist es ein guter Richtwert. Das heißt, man sollte jetzt hier aufpassen, dass diese Spannung nicht so völlig drüber ist, also 10 Volt drüber oder so. Dann haben wir schon irgendwie ein Problem. Dann liegen wir komplett in falschen Spannungsbereichen und das sollte dann nicht mehr der Fall sein. Das ist eher so eine Art Richtwert. Da sollte man nicht zu weit drüber gehen, dann ist es okay. Okay, jetzt kommt das wichtigste Feld und das ist der Lastwiderstand. Also die Dinger, die ich euch eben gezeigt habe. Und hier müsst ihr wirklich gut auswählen, denn das ist jetzt wirklich quasi der Stromlimitierer zwischen dem Pluspol des PV-Moduls und dem Akku. Also die sorgen dafür, dass der Strom nicht zu hoch wird. So, und jetzt natürlich die Frage, wie wähle ich den richtigen Widerstand aus? So, hier sind jetzt beispielsweise mal 5 Ohm eingestellt und das ist natürlich relativ wenig. Und daraus ergibt sich dann direkt ein Akkustrom von 3,53 Ampere. Bei 35,65 Volt ergibt das dann 125 Watt. Die in den Akku gehen können. Das allerdings nur bei perfekten Bedingungen, also wenn weniger Licht kommt zum Beispiel, dann sinkt der Wert natürlich einfach. Auch je nachdem, wie die Spannungen sind, wird er sich verändern und so weiter. Das heißt, das ist jetzt hier so der Maximalwert und der wird eigentlich dann halt immer so, je nachdem, wie voll der Akku auch ist und so, dann halt immer weiter abnehmen, bis er dann auf Null runtergeht. Also die Last wird dann halt eher geringer sein in den meisten Fällen, aber das ist so der Peak, den müssen wir kennen und daran müssen wir es auch auslegen. Okay, das klingt jetzt erstmal alles ganz gut, aber unten ist ja noch das Feld Wärme Leistung Max. Und das ist dann die Leistung, die am Widerstand als Wärme verloren geht. So, und ihr seht ja jetzt hier zum Beispiel diese kleinen Widerstände hier, die haben ja auch einen Kühlkörper drum und das ist auch wichtig. Das sind jetzt in diesem Fall immerhin 62 Watt und das ist wirklich viel. Das würde schon bei so einem Widerstand dafür sorgen, dass der durchaus über 100 Grad werden kann. Und ihr braucht natürlich für so einen Fall Hochlastwiderstände. Das sind genau solche Dinger hier mit so einem Kühlkörper drum. Okay, aber um das Problem zu lösen, denn 100 Grad heißer Widerstand ist jetzt irgendwie blöd, das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, den müsste man dann schon noch irgendwie abschirmen und aufpassen, dass dann nicht irgendwo was abfackelt. Um das Problem zu lösen, könnt ihr einfach dann mehrere Widerstände in Serie schalten, also ihr hängt die so hintereinander und dann würde sich dann die Leistung auf die entsprechend aufteilen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich 5 Ohm haben möchte, könnte ich auch 5 mal 1 Ohm Widerstände nutzen und die dann einfach so hintereinander bauen und das würde dann das Ganze verteilen auf 5 Widerstände, die Wärmeleistung. Und dann wäre es auch nicht mehr so ein Drama, dann wären wir statt 60 irgendwo bei 10 Watt, Pi mal Daumen und dann geht das schon eher. Und man muss dazu sagen, dass das natürlich der Maximalfall ist, während der meisten Zeit wird das weniger sein, da die Batteriespannung ja sinkt und auch die Leistung halt abnimmt, auch die PV-Module natürlich nicht immer die volle Leistung bringen. Okay, aber schauen wir mal, was passiert, wenn wir einfach einen höheren Widerstand nutzen. Nehmen wir mal einen relativ großen, nehmen wir mal Faktor 10, 50 Ohm. So, dann seht ihr, dass jetzt nur noch 0,36 Ampere fließen und das ist natürlich schon wieder sehr wenig, denn maximal gehen dann nur noch 12 Watt drüber und das ist natürlich jetzt, das lohnt sich dann ja auch kaum. Noch. Die Wärmeleistung geht dann aber auch auf 6 Watt runter, das heißt, hier hätte ich jetzt kein Problem, auch nur ein so ein Ding zu benutzen. Ne? Das ist dann wieder das Schöne. So, und jetzt, wenn wir es hier sehen, dann wäre vermutlich irgendwas in der Mitte ganz gut. Ne? Oder wie gesagt, ihr lebt einfach mit der größeren Abwärme, ist ja auch kein Drama, was ja auch wie gesagt nur im Maximum stattfindet. Oder im Herbst und Winter könntet ihr die Abwärme ja theoretisch sogar nutzen, das heißt, ihr könntet damit irgendwas erwärmen. Oder ihr nehmt vielleicht sogar irgendeinen Verbraucher, der auch so zum Beispiel, wenn ihr die 5 Ohm nehmen würdet, 5 Ohm habt, könnt ihr dann halt irgendwie verwenden, was weiß ich, um irgendwas zu laden oder keine Ahnung. Da müsstet ihr mal schauen, ob es da einen Verbraucher gibt, der da Sinn macht. Okay, Vor- und Nachteile des Systems. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn man sollte sich hier schon sehr klar sein, was man da tut, denn das System hat Nachteile. Fangen wir deswegen damit an. Natürlich machen die Widerstände auch Verluste und tatsächlich hängen die Verluste des Widerstands quadratisch von der Stromstärke ab. Also das heißt, je höher der Strom, desto
krasser sind die Verluste halt auch. In dem Excel-Sheet seht ihr ja, wie viel das maximal ist. Und der Verstrom verringert sich ja auch während der Laufzeit. Und damit sind die Verluste jetzt nicht so hoch, wie sie da im Excel-Sheet sind, sondern das ist der Peak, also das ist das Maximum, was da passiert. Oder wenn ihr schlau seid, könnt ihr auch einfach sagen, ich baue jetzt statt irgendwelchen Lastwiderständen irgendeinen Verbraucher ein, den ich da vielleicht brauchen kann. Oder ich nutze die Abwärme halt für irgendeine Erwärmung, was weiß ich. Ne, weil die habt ihr ja, das könntet ihr auch nehmen, um irgendwas zu beheizen. Ich weiß jetzt aber gerade auch nicht was, das müsste man halt dann, wie gesagt, bei euch überlegen. Das wäre auch eine Möglichkeit oder so. Also da kann man relativ kreativ werden. Grundsätzlich ist es aber ein Nachteil, würde ich jetzt erstmal sagen. Ne? Also ganz klar. So, zweitens, das MPP-Tracking geht verloren. Der Mikrowechselrichter, der kann jetzt nicht mehr den optimalen Punkt für das Modul suchen. Also typischerweise, zum Beispiel bei leichter Verschattung oder so weiter, da muss der Mikrowechselrichter jetzt wirklich in so einer Kennlinie suchen, wo ist jetzt eigentlich der Punkt maximaler Leistung gerade. Und das geht verloren. Das kann der Mikrowechselrichter nicht mehr, weil die Spannung von dem Akku gesteuert wird. Das heißt, die ist jetzt fix auf einmal. Und das heißt, der Mikrowechselrichter verliert dort eine Funktion. Wenn man das aber gut macht und diese Spannung des Akkus da gut auf das andere abstimmt, ist das nicht so ein großes Problem. Das heißt, im Normalfall habt ihr da jetzt keine großen Verluste durch. Aber wenn ihr zum Beispiel Schattenprobleme habt, das heißt, dann sollte der auch suchen halt irgendwie, dann kann das möglicherweise schon mehr ausmachen. Und dann ist es möglicherweise auch nicht mehr so sinnvoll, so eine einfache Lösung zu machen. Oder zumindest gehen dann die Verluste nochmal hoch. Das dritte ist, das deckt sich ein bisschen mit dem ersten Punkt, aber da geht es mir nochmal um was anderes. Das ist die Abwärme der Widerstände. Die Widerstände sollten sehr sorgfältig gewählt werden, denn die können verdammt heiß werden. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr 60 Watt über einen so einen 5-Ohm-Widerstand jagt, dann wird der richtig heiß. Ne? Also da sind wir gut mal bei 100 Grad schnell. Also wie gesagt, ne, da bitte dann lieber in Serie schalten und die Last verringern. Oder ihr sagt, ich habe jetzt auch Bock auf 100 Grad und will damit irgendwas beheizen oder so, dann kann man das machen. Man sollte sich dessen nur bewusst sein, die können sehr, sehr heiß sein. Okay, was sind die Vorteile des ganzen Systems? Das erste ist, man kann einen vorhandenen Akku nutzen. Also ich meine, das ist schon geil, ne? Wenn ihr jetzt einen E-Bike-Akku habt und, keine Ahnung, der hat halt 36 Volt und jetzt nicht irgendeine nervtötende Scheiße, die halt irgendwie den Spannungsanschluss verhindert, das weiß ich nicht genau. Also manche müssen möglicherweise auch noch mit dem Fahrrad kommunizieren, damit das geht. Das, also fände ich total schwachsinnig, aber kann sein, dass es sowas gibt. Bei meinem Akku natürlich nicht. Aber ansonsten könnt ihr tatsächlich damit einen E-Bike-Akku für euer Balkonsolar nutzen. Das ist schon eine coole Sache eigentlich. Oder halt irgendeinen anderen Akku. Vielleicht habt ihr dann irgendwie einen 36-Volt-Akku fürs Camping oder sonst irgendwie was. Könnt ihr alles nutzen. Das finde ich schon eine feine Sache. Das Zweite, ihr habt eine Nachteinspeisung und damit natürlich eine wesentlich bessere Nutzung eures erzeugten Stroms. Da die für Balkonsolaranlagen gibt es einfach keine Einspeisevergütung. Das heißt, an der Stelle macht das halt mega Sinn. Der dritte Vorteil ist, die Kosten für den Aufbau, die sind halt echt krass niedrig. Ne? Also ihr braucht ja im Prinzip nichts anderes, außer diese Lastwiderstände, die kann man sich theoretisch auch noch selber bauen, aus Draht oder so, da lässt sich auch noch einiges machen. Und so eine kleine Diode hier und vielleicht noch ein paar Y-Stecker, wenn ihr die nicht sowieso schon habt. Und das war's. So viel mehr ist da tatsächlich nicht nötig. Es ist unschlagbar günstig. Natürlich gibt's Nachteile. Also ist auf jeden Fall eine schöne, spannende Lösung, finde ich. Ja, und selbst wenn ihr sagt, das ist mir zu kompliziert oder zu frickelig oder so, was man auf jeden Fall dabei hat oder was ich glaube ich auch hier in dem Video noch einfach erreichen wollte, ist, dass man hier auch nochmal mehr über Photovoltaik lernt, also über die Spannungen, wie sich das alles einstellt. Auch das kann man damit verdammt gut lernen und das ist sehr, sehr interessant, wie das funktioniert. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.